when you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Es geht nach Niflheim und zwar zu den Trümmern des Asengefängnisses, denn dort wartet eine Nonnentruhe auf uns. Eine einzige Truhe wartet dort auf uns. Um nach Niflheim zu kommen, müsst ihr natürlich an Sindris Haus mit dem Eichhörnchen geredet haben. Ihr müsst das Spiel durchgespielt haben. Und ihr müsst Bock haben, weiterzumachen und die letzte Truhe holen zu wollen. Die letzte Nonnentruhe im Spiel, die momentan aktuell auf uns wartet. Und zwar der Weg wirklich von Anfang an, weil nämlich ansonsten das hier sehr schwer auf der Map zu erkennen ist, aufgrund dessen, dass wir uns halt hier eigentlich im Gefängnis nach unten arbeiten, zwischendurch dann auch wieder nach oben arbeiten und deswegen das Ganze hier komplett als Durchgang. Zwischendurch gibt es immer wieder so kleine Cuts, das sind aber nur ein paar Gegner, die da rausgeschnitten wurden, weil das halt ja das Video in unnötige Länge ziehen würde, weil das kann hier wirklich quick und dirty sein. Die Truhe selber ist auch relativ easy. Da hatten sie wohl keine Lust mehr, uns zum Schluss des Spiels noch zu ärgern und haben gedacht, gut, die letzte Truhe machen wir mal nicht ganz so schlimm, so dass die Jungs glücklich sind, fertig zu sein. So, wie gesagt, Gegner immer wieder rausgeschnitten. Und dann kommen wir auch schon bald an der Truhe und haben dann 100% erledigt. Und deswegen werde ich an dieser Stelle schon mal euch darauf hinweisen, denkt an den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, ne? Wenn es euch gefallen hat, ne? Ich habe euch hier durch 35 Truhen gelotst. Ich mache natürlich noch ein Komplettvideo, auch das als Hinweis, ne? Es gibt noch ein Video natürlich mit allen Truhen in einer Zone. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass ihr relativ schnell Nachschlagmaterial habt, um nachzugucken, wenn ihr bei einer Truhe ins Grübeln kommt, dass diese schon verfügbar ist. Deswegen war ja ganz früh schon Svartalfheim und auch Midgard verfügbar. Und jetzt halt der Rest so nach und nach nachgeschoben, bis dann halt das Komplettvideo kommt. Hat's geholfen, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe. Denkt an den Daumen. Wirklich, der Daumen nach oben ist ganz, ganz wichtig. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr natürlich mit Glocke aktiv kein neues Video. Wir haben die Nonnentruhe freigeschaltet. Ich danke euch und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und sage bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.